Fußball und Tiere, das ist ja doch eine ganz besondere Kombination. Da gab es ja einige kuriose Szenen. Anthony Uggia zum Beispiel hat nach einem Tor für den 1. FC Köln den Geißbock Hennes, den 13., zum Jubel an den Hörnern gepackt. Oder Klaus Toppmöller als Trainer in der Saison 93-94 bei Eintracht Frankfurt. Da hat er einen Steinadler, also das Wappentier der Frankfurter, mit in die Kabine gebracht und den Spielern gesagt, dass sie ihre Beute wie ein Steinadler packen müssen. Ja, wie Uli Stein, JJ Okocha und Anthony Yeboah reagiert haben, kann sich jeder selbst vielleicht irgendwie zusammen fantasieren. Aber auch der FC Schalke 04 hat Erfahrung damit, und zwar direkt mit dem König der Tiere, dem Löwen. Gleich vier von ihnen kamen im Derby gegen Borussia Dortmund 1970 zum Einsatz. Und das hier ist die Geschichte davon. Yeah, Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau. ...1969, da steckt die Bundesliga noch ziemlich in den Kinderschuhen. 63-64 ging es ja schließlich erst los mit der Bundesliga. Aber schon 1969 hieß es... Wir rufen dem neuen Meister, FC Bayern München. Der Deutsche Fußballbund gratuliert den Pokalsieger FC Bayern München auf der Kerstliste. Gut, damals wurde der FC Bayern München aber zum ersten Mal Meister der Bundesliga und es war auch das erste Double der Bayern-Geschichte. Also das war wirklich noch was Besonderes. Also zumindest in der Saison gab es Bayern-Dominanz, und was es damals auch schon gab, war natürlich das Revier-Derby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund. Und in der Saison 69-70, da gibt es am vierten Spieltag ein ganz besonderes Derby. Im Stadion Rote Erde sind damals knapp 40.000 Fans zusammengekommen, also sehr viele Menschen für dieses kleine Stadion in Dortmund. Dementsprechend nah sitzen die Fans auch an der Linie. So nah, dass selbst die Fans in England wohl ziemlich neidisch werden würden. Der damalige Schalke-Spieler Friedel Rausch, der 2017 verstorben ist, erinnerte sich einige Jahre vor seinem Tod in der Sportschau. Die Begrenzung waren eigentlich schon die Zuschauer und der Schiedsrichter wollte eigentlich gar nicht anpfeifen. Hat er dann aber doch gemacht, und am Anfang kommt Schalke besser ins Spiel und hat gleich einige gute Chancen. Die beste Chance für Dortmund hatte Jürgen Schütz, aber er traf das leere Tor nicht. Für Schalke vergibt Hans Pürkner eine gute Möglichkeit, und bei der bahnt sich schon an, was einige Minuten später passieren wird. Pürkner schießt nach einer Flanke nämlich aufs Tor und BVB-Torwart Jürgen Rinho kratzt den Ball noch richtig gut von der Linie. Und weil so viele Leute im Stadion sitzen, sitzen sie natürlich auch nah an der Torauslinie. Und da stehen dann auch die Ordner mit einigen Hunden, die zusätzlich für Sicherheit sorgen sollen. Und einer dieser Hunde versucht selbst aufs Spielfeld zu laufen, als Jürgen Rinho den Ball hält. Aber der Sicherheitsbeamte hat die Leine fest im Griff und so passiert vorerst nichts. Dann geht's wenig später aber ab. Hans Pürkner schießt in der 37. Minute das 1:0 für Schalke, dreht zum Jubeln ab und viele Fans stürmen daraufhin den Rasen, um mit Pürkner zu feiern. Und dann wird's richtig trubelig, denn es rennen nicht nur die Fans auf den Platz, sondern auch die Ordner mit ihren Hunden, für die das natürlich auch irgendwie stressig ist. Und einer dieser Hunde, der hat's dann auf Friedel Rausch abgesehen. Genauer gesagt... Und ein Hund, der hat's auf meinen Hintern abgesehen gehabt, hat sie losgerissen und hat mich dann in das Hinterteil gebissen. Friedel Rausch sinkt auf dem Platz zusammen und schreit. Da gibt's ein ganz ikonisches Foto von. Und dann kommt gleich das Schalker Medizinteam mit Tetanusspritze und verarztet Rausch und die Wunde, die knappe 5 cm lang gewesen sein soll. Sein Mitspieler Gerd Neuss wurde auch in den Oberschenkel gebissen und musste in der 76. Minute dann nach Lähmungserscheinungen im Bein ausgewechselt werden. Friedel Rausch konnte zu Ende spielen. In der zweiten Halbzeit hatte Werner Weist noch den 1:1 Endstand für den BVB erzielt. Die Geschichte des Spiels war aber natürlich ganz klar der Hundebiss in den Hintern von Friedel Rausch, der davon auch noch ein bisschen länger was hatte. Ich hatte meinen Biss weg und bin nach Hause und alles gut verarztet und habe die ganze Nacht nur auf dem Bauch liegen können. Insgesamt musste er, je nachdem, wem man so glaubt, insgesamt 2 Tage oder sogar 2 Wochen auf dem Bauch schlafen. Und auch in den folgenden Spielen hatte er mit seinen Nachwehen immer noch zu kämpfen, denn Friedel Rausch sagte mal in einem Interview, dass in fast jedem Spiel ein Gegenspieler zu ihm ankam und ihn mit Wuff, Wuff begrüßte.
Später kam auch noch heraus, dass es eigentlich gar kein Ordner war, dessen Hund Rausch in den Hintern gebissen hatte. Ein Fan wollte sich nur den Eintritt sparen und gab sich daher mit seinem Schäferhund Blitz als Ordner aus. Dadurch hatte der Fan einen Platz in der ersten Reihe und Blitz seinen ganz großen Auftritt. Naja, vom BVB gab es dafür am Ende 500 Mark Schmerzensgeld und einen Blumenstrauß, was damals schon viel war. Also die 500 Mark. Der damalige Schalke-Präsident Günther Siebert legte gegen das Ergebnis dann keinen Einspruch ein, hatte sich dann aber für das Rückspiel am 31. Januar 1970 etwas ganz Besonderes überlegt. Günther Siebert hatte die Hundebisse nämlich nicht vergessen. Er fuhr zum Tierpark Westerhold, der ist wenige Kilometer nördlich von Gelsenkirchen, und wollte auf die Schäferhunde antworten, darauf reagieren. Und da organisierte er 4 Löwen. Ja, richtig, Löwen. Dazu sagte Siebert: Da haben wir gesagt, was den Dortmunder ihre Schäferhunde, das sind unseren Schalkern schon die Löwen. Die Glückaufkampfbahn in Gelsenkirchen war mit 33.000 Zuschauenden natürlich ausverkauft. Und kurz vor dem Anstoß stolzierten sie dann über den Rasen. Die 4 imposanten Löwen, die Könige der Tiere, ihre Mähnen wehten im Wind. Auf den Tribünen roch es nach Bier, Schweiß und Ehrfurcht. Und naja, ganz so episch war es dann doch nicht, denn es waren noch ganz kleine Löwen, die an Leinen etwas unsicher auf den Platz tapsten und viel Spaß daran hatten, mit den Fußbällen zu spielen, wie es kleine Katzen halt gerne machen. Die Spieler hatten auch im Vorfeld ihren Spaß mit den Löwen. Es gab nämlich Streicheleinheiten und sie spielten mit ihnen. Und ganz wichtig, kein Löwe biss während der 90 Minuten zu. Und das Spiel endete dann, wie das Hinspiel auch, mit 1:1. Und am Ende der Saison wird Dortmund 5. und Schalke 9. Also sportlich gesehen eine doch langweilige Derby-Saison, wenn da die Hunde und Löwen nicht gewesen wären. So, das war die Episode rund um den Hundebiss an Friedel Rausch und die Antwort von Schalke 04, die einfach mal 4 Löwen zum Rückspiel mit auf den Fußballplatz brachten. Finde das ganz kurios, dass der Biss an Friedel Rausch so ultra bekannt ist, aber die Pointe mit den Löwen doch recht unbekannt. Zumindest war sie mir bisher nicht so bekannt. Finde ich eigentlich eine schöne Reaktion, auch wenn Löwen natürlich nicht auf die Glückaufkampfbahn gehören, sondern ins Grünwälder Stadion. Ja, mit welchen Tieren hättet ihr geantwortet? Schreibt es doch gerne mal in die Kommis, entweder auf YouTube, Insta oder Twitter. Die ganzen Daten dazu findet ihr natürlich in den Shownotes oder auch direkt auf yeahfußball.de. Da gibt es dann auch die Daten zum Shop und zur Patreon-Kampagne, falls ihr den Yeah Fußball Podcast unterstützen wollt. Das wäre wirklich super cool. Vielen lieben Dank an alle, die das jetzt auch schon machen. Ihr seid wirklich super. Und ansonsten helft ihr mir natürlich auch, wenn ihr den Podcast abonniert und ihm eine gute Bewertung auf euren Podcatchern gebt. So, Leute, danke fürs Zuhören. Das war's und bis zur nächsten Episode.